Präsidentin, Frau Dagdelen, ich kann ja verstehen, Sie sind gegen jegliche Waffenexporte. Und das können Sie auch jedes Mal, sagen, aber verdrehen Sie doch nicht die Tatsachen dabei. Was soll denn die Formulierung Endverbleib anderes heißen, als dass so, jetzt ist mal Ruhe, jetzt redet der Herr Wilsch, okay? Was soll denn die Erklärung des Endverbleibs anderes heißen, als dass die Gerätschaften, die geliefert werden, in der Verfügungsgewalt des Empfängers bleiben, unabhängig davon, wohin sie verbracht werden? Das ist doch selbstverständlich, das ist aus dem Sprachlichen her schon leicht erklärlich. Und gleichwohl müssen Sie immer wieder hier Ihre immer wieder gleiche Platte auflegen. Das ermüdet nicht nur mich, sondern auch das Publikum, glaube ich. Aber ich will gleichwohl, weil wir wieder Menschen dabei haben, heute auf den Tribünen und auch am Bildschirm, die nicht genau wissen, wie das ist bei uns und die nicht den Eindruck mit nach Hause nehmen sollen, wir würden hier leichtfüßig Waffen in der ganzen Welt verteilen. Sie alle wissen, dass wir ein sehr restriktives Waffenexportregime haben. Wir sind nicht Exportweltmeister, wir sind nicht so gut wie allgemein bei dem Export von Hochtechnologiegütern, sondern wir sind sehr zurückhaltend im Gegensatz zu anderen Parteien. So zurückhaltend, dass unsere Geschäftsfähigkeit immer mehr in Frage gestellt wird, Kooperationsfähigkeit mit anderen Ländern. Das müssen wir bitte schön auch beachten, wenn wir über diese Themen sprechen. Wenn Sie nun hier anführen, Ägypten ansprechen, als ein Beispiel, sind die U-Boote geliefert worden, und hier geht es nun um Ausrüstungsgegenstände für die U-Boote, das zu dem einen Ja und zu dem anderen Nein zu machen, die Logik zu sagen, müssten Sie mir mal erklären. Das ist natürlich widersinnig, denn die U-Boote sind an Ägypten gegangen, und da hat auch Israel nichts dagegen gehabt, die ja wohl, wenn dann, am ehesten Interessen in der Region haben. Und wir haben heute über Israel gerade eben gesprochen, und da denke ich, sollte man das auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Jede Rüstungsexportentscheidung ist eine Einzelfallentscheidung. Es gibt nach Außenwirtschaftsgesetz, Außenwirtschaftsverordnung eine eindeutige Genehmigungspflicht für jeden einzelnen Fall. Und Rüstungsexporte werden grundsätzlich nicht gegeben, wenn der hinreichende Verdacht besteht, dass damit interne Repressionen oder sonstige Menschenrechtsverletzungen begangen werden können. Sie wissen, dass der Bundessicherheitsrat unter breiter Beteiligung der ganzen vorliegenden Informationen zu einem Vorgang befasst wird und wir dort auf ein zuverlässiges und verantwortungsvolles Vertrauen der Regierung setzen können. Wir als Union setzen hier jedenfalls auf die Regierung und trauen Ihnen das zu, dass Sie das richtig machen. Jetzt will ich die aktuellsten Dinge in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, denn wir reden über die Boote an Saudi, die in einem Vertrag genehmigt worden sind. Es gab die Aussetzung auch bestehender, genehmigter Geschäfte in Form einer Bitte der Regierung an die Industrie, die sich daran gehalten hat. Und dann kam plötzlich erneut eine Verlängerung um 6 Monate, und jetzt wird das Verfahren eben gerichtsanhängig. Da ist in meinen Augen zunächst mal nichts zu kritisieren. Das Unternehmen hat, nachdem die komplizierte Prozedur durchlaufen worden ist, die Genehmigung erteilt zu bekommen, die ja nun, das geht ja los, wenn Sie bemustern, wenn Sie mal vorführen wollen, was wir da haben, dafür brauchen Sie ja schon die erste Genehmigung zum Außerlandverbringen. Und nun ist der Vertrag geschlossen worden und hat natürlich ein Unternehmen auch in Anspruch, dass sie den Vertrag erfüllen können. Und wir haben auch hier eine Verantwortung für unsere Industrie in diesem Bereich, dass die nicht als unzuverlässiger Partner in der Welt angesehen werden, sondern ihre Verträge erfüllen können. Und insofern habe ich volles Verständnis gegenüber denen, die Verantwortung für die Firma tragen. Es geht halt um viele Arbeitsplätze in Wolgast. Dass die nun sagen, wenn das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verlängert wird, diese Bitte nicht weiter zu liefern, dann müssen wir die Interessen unseres Unternehmens vertreten, auch gegenüber der Bundesregierung gegebenenfalls. Und nun haben wir den Salat. Ich weiß nicht, ob Herr Mütze nicht noch da ist. Nun haben wir den Salat, und wir werden uns dort gerichtlich auseinandersetzen. Wir haben natürlich immer noch die Hoffnung, dass in dem avisierten Gütetermin
sich eine Lösung ergibt, dass ein Vergleich in irgendeiner Weise möglich ist. Aber wir müssen feststellen, dass die Äußerungen der französischen Botschafterin Anne-Marie Decaux ein weiteres Mal bestätigt werden durch dieses Vorgehen, was hier eben an den Tag gelegt wird und was nichts mit seriösen Außenwirtschaftshandeln und nichts mit seriösem Umgang mit einmal erteilten Genehmigungen zu tun hat. Ich rate uns allen dazu, dass wir hier zu einer Politik der Vertragseinhaltung und der Vertragstreue zurückkehren. Und wir werden damit den Herrn Dehm, der die ganze Zeit dazwischen blökt, nicht zufriedenstellen können. Aber es ist etwas, was wir machen müssen, wenn wir ein Interesse daran haben, und das betont die große Mehrheit des Hauses immer wieder, dass wir in Europa durch Zusammenarbeit Ressourcen effizienter einsetzen, dass wir eine gemeinsame Industrie in verschiedenen Bereichen aufbauen. Mit dem, was hier jedes Mal vollzogen wird, wird uns das nicht gelingen. Und dann ist das alles Schall und Rauch, dieses Gequatsche über Zusammenarbeit in Europa. Wir meinen es ernst damit als Union, und deshalb sind wir hier eindeutig gegen die Anträge, die uns vorgelegt worden sind, und werden dem natürlich nicht folgen und wünschen uns allen miteinander jetzt 14 Tage, die ja sitzungsfrei sind, wo wir diese Debatten mal nicht erneut führen müssen zum 7., 8., 10. Mal. Dankeschön. Dankeschön, Kollege Wilsch. Nochmal zur Erklärung. Ich habe vorher gesagt, angesichts der fortgeschrittenen Zeit lasse ich keine Zwischenfragen und Kurzinterventionen mehr zu. Das war von allen so, habe ich gesagt, dann kann ich jetzt auch keine Ausnahme machen. Deswegen kommt jetzt der nächste Redner für die AfD-Fraktion, Enrico Komnene.